Guten Tag. Heute sprechen wir über ein Projekt, das am Deutschen Historischen Institut Warschau verankert ist. Meine Gesprächspartnerin ist Ruth Weiser-Rowitz, stellvertretende Direktorin am DHI Warschau und Professorin an der Humboldt-Universität Berlin. Ihr Forschungsschwerpunkt liegt auf der osteuropäischen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts mit einem besonders intensiven Blick auf das Baltikum. Und in diesem Zusammenhang erforscht sie seit mehreren Jahren litauische Familienfotografien. Schönen guten Morgen und vielen Dank, Magdalena Sajusz-Wolska, mich für diese Serie über Visual History einzuladen. Die Freude liegt ganz unsererseits. Frau Leiser-Rowitz, wie kam dieses Projekt zu Familienfotografien überhaupt zustande? Das erste Projekt ist Anfang der 2000er Jahre, also vor fast 20 Jahren, zustande gekommen, als wir uns am Historischen Institut der Universität Klaipeda mit der unmittelbaren Geschichte der Nachkriegszeit beschäftigt haben. Das war ein Zeitraum, der anfangs sehr, sehr stark vom Spitzstalinismus geprägt wurde und der war sehr bilderarm. Gerade die Printmedien wiesen überhaupt keine Fotos auf oder nur ein ganz kleine verpixelte. Und um gerade sozial-, migrations- und kulturgeschichtliche Aspekte der Region zu erforschen, beschlossen wir dann, die älteren Einwohner nach Fotos zu fragen. Dabei hatten wir großes Glück, denn wir konnten auch eine Finanzierung einwerben. Und aufgrund derer hat dann eine Hilfskraft, also eine studentische Hilfskraft, ein halbes Jahr lang Fotos eingescannt und die Kommentare der Bildeigentümer in einer Datenbank fixiert und so konnten wir binnen 6 Monaten fast 1000 Fotos zusammenfinden. Und welche Erkenntnisse konnten Sie daraus gewinnen? Diese Fotos zeigen Anpassungen an die neue sowjetische Arbeitswelt. Sie waren aber auch die Privatsphäre. Also wir sehen auf den Fotos meistens wesentlich mehr Frauen als Männer. Und daraus zog sich der Schluss, dass wir weitere Angaben über die Balance der Geschlechter in der Gesellschaft jener Zeit ermitteln müssten. Außerdem zeigen die Fotos, dass der zahlenmäßige Anteil der Jugendlichen in der damaligen Gesellschaft relativ hoch war. Es war eine ländliche Gesellschaft, in der diese junge Generation wenig Einfluss hatte, weil die älteren Familienmitglieder natürlich mit ihren traditionellen Werten dominierten. Und die Fotos können daher nur den Ausgangspunkt für weitere Fragen nach der Laufbahn dieser jungen Generation, die dann eigentlich auch die Region verlassen hat, bilden. Und ebenfalls liefern die Bilder sehr, sehr viele Details zur Alltagsgeschichte jener Jahre, die einfach wertvolle Fakten liefern. Und welche Vorteile bringt die Arbeit gerade mit Familienfotografien anstatt mit anderen Fotografien oder anderen visuellen Quellen? Ja, da würde ich mal in 2 Aspekten antworten, einen projektbezogenen und einen eher allgemeinen. Projektbezogen würde ich Folgendes sagen. Die Nachkriegsgeschichte der Memel-Länder in der litauischen Sowjetrepublik lässt sich mit Hilfe dieser gesammelten Bildquellen um viele Facetten erweitern, weil es ja auch keine staatliche Berichterstattung gab. Diese Gruppe, die während des Untersuchungszeitraums zu einer Minderheit in der eigenen Heimat schrumpfte, versuchte ihre Existenz und ihr Leben ziemlich genau zu dokumentieren, indem sie sich, ihre Familien, ihr häusliches Umfeld, ihre veränderte Arbeitswelt, aber auch ihre gewonnene Freizeit in vielfacher Weise darstellten, was auch von den Fotografen, die eindeutig zu der eigenen Minderheitengruppe gehörte, sehr, sehr deutlich unterstützt wurde. Und damit sehen wir, dass es sich um Selbstdarstellung und Selbstvergewisserung handelt, einfach auch um die Gruppenidentität zu erhalten. Und natürlich geben diese Fotos Einblicke in private Strategien der Abgebildeten jener Zeit. Und allgemein würde ich sagen, auch wenn private Fotografien häufig sehr unspektakulär erscheinen,
können sie, können, müssen aber nicht, als Quellen hervorragend sein, denn sie liefern ja Aspekte und schildern Ereignisse, die in den gängigen Narrativen längst nicht mehr enthalten sind, weil sie so herausgeschliffen oder vergessen wurden. Und dafür habe ich Ihnen noch ein Beispiel aus einem Bildbestand, mit dem ich mich gerade befasst habe. Es handelt sich um das Fotoalbum einer jüdischen Schülerin aus der gleichen Region. Die Schülerin heißt Rita Lachs und sie hat in den Jahren zwischen 1930 und 1933 angefangen zu fotografieren. In ihren Nachkriegserzählungen, so viele wie ich aus der Familie weiß, gab es keine Hinweise auf christlich-jüdische Gemeinsamkeiten. Aber ihr Fotoalbum aus der Schulzeit beweist, dass sie bis 1933 sehr viel Zeit mit ihren nicht-jüdischen Mitschülerinnen vor allen Dingen verbracht hat. Und dieses Fotoalbum gibt aber eben Hinweise darauf, wie krass diese Verbindung dann plötzlich abbrach. Gut. Wie gehen Sie methodisch mit derartigen Fotografien um? Ja, vor allen Dingen hat man mit Vorbehalten gegenüber der Verwendung von privaten Fotografien zu kämpfen. Es gibt ja Meinungen, dass es sich bei den Abbildungen vor allen Dingen auf die Fixierung von ephemeren Ereignissen handelt, die im Nachhinein eher ja, bedeutungslos erscheinen würden. Und zum anderen wird ja oft argumentiert, dass man nur gewisse fotografische Motive und Details herauspickt, weil man bereits bekannte historische Sachverhalte und unterstreichen will bzw. illustrieren will, also dass man quasi das visuelle Argument sucht. Und natürlich finden sich in einem Fotoalbum noch dazu von jugendlichen Bildern von sehr, sehr vielen unspektakulären Begegnungen. Die Analyse eines solchen Albums, das ich als autobiografische Quelle verstehe, setzt einen ganzheitlichen Blick auf das Objekt voraus. Also ich muss den historischen Kontext ergründen für die Fotografin, für den Ort. Ich muss ihre biografischen Angaben recherchieren. Dann geht natürlich das Album in der Gesamtheit. Das heißt, ich muss die Reihenfolge und die Anordnung der Motive betrachten. Ich muss die Leerstellen mit einbeziehen, also die Spuren, die darauf hinweisen, wo man Bilder herausgerissen hat und versuchen, das zu rekonstruieren. Und durchaus können aber private Alben, selbst wenn Anfänger sie gefertigt haben, sogenannte Knipser, unter Einbezug von Vergleichsmedien und historischem Kontext sehr aussagekräftige historische Befunde liefern. Ja, Frau Leiserowitz, vielen Dank für das Gespräch und für den Einblick in Ihre Forschung. Herzlichen Dank.